Jo. Sollte eigentlich gehen. Kannst du den Sattel jetzt eigentlich bauen schon für... Nee, wir brauchen Keratin. Klar was. Na, ich guck mal, ob ich vielleicht Keratin bekomme auch. Ein Ansaugrohr. Einmal herstellen. Platzieren. In the water, please. Jetzt fängt der Nico mit Landbau an, ich sag's dir. Jetzt geht's los hier. Geht wieder los. Nein. Wetten. Ich will das Ansaugrohr mitnehmen, wieder. Hallo. Es kann sein, dass es irgendwann nicht mehr geht. Ja, noch geht's. Weiter. Okay. Das kann man auch drehen. Das Ansaugrohr weiß ich nicht. Nee, geht nicht. Alex, es geht nicht. Nein! Dun, 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 dun. So, dann brauche ich den Waterhand. Mhm. Platzieren. Und der düngt mir jetzt mein Beet, oder? Der Waterhand. Der Waterhand. Wasser. 0 von 400. Funktioniert ja. Steinwasser. Ah doch, jetzt er. So, dann brauche ich einmal Dünger. Und Sprinti, du hast wahrscheinlich das ganze Zeug noch drin. Ne? Was ist das hier? Stimmen? Zitronensamen. Hier wird das gerade nicht sehr spannend. Ich bin nur auf der Durchfahrt. Ich hoffe, ich finde ein paar Trilobiten. Schläge ins Buch oder was? Trilobiten, also diese Urzeitkrebse. Oh, schauen die irgendwie geil aus oder sind die einfach... Nö, die sind ganz klein. Du kriegst auch nicht sonderlich viel von denen, aber meistens, wenn es die gibt, kriegst du in hohen Massen dein Zeug. Okay. Also, weil die halt häufig da sind dann. Na, nee. Ansonsten Keratin, alles was Hörner hat, ne. Könnte mir vorstellen, Keratin auch aus einem Triceratops zu bekommen, aber naja. Ich hab gedacht, da hinten ist schon einer. Und ich bin nicht mal weit weg. Ich versuche dieses Mal nicht sofort zu sterben. Ja, wäre gut. Aber ich habe ja mein Boot dabei. Mein Boot. Nein. Da ist schon wieder ein Ei. Nervt mich. Nervt mich nicht. Was brauche ich dazu? 40 Holz. Oh. Oh, ich werde es so lieben, wenn wir dann endlich unter Wasser tauchen können. Und sowas. So. So komplett, oder was? Mhm. Es gibt Taucherflaschen und sowas. Oh, ja. Und Taucheranzüge. Ja klar, da war ein Riff.
Ein Riff. Mhm. Ich hätte hier ein Tier. Ich weiß nicht, ob der auch das gibt, was wir gerade benötigen, Keratin. Aber ich würde es mal nicht unversucht lassen. Mhm. Oh, ich hab noch was. Jetzt habe ich 38. Okay. Ja, Keratin. Ich habe 43 Keratin. Cool. Was aber recht wenig ist. Aber ja, ist diese. Es gibt so eine Art Tier. Sieht aus wie so eine Schildkröte, so eine übergroße. Die gibt. Ja, die habe ich schon gesehen. Genau, die geben auch Keratin. Wie gesagt, nicht übermäßig viel, aber ein bisschen was. Ich hoffe, ich finde, wie gesagt, die Uhrzeitkrebse, dann können wir noch mehr holen. Dann ist easy. Ja, das... Also, sagen. Ja, wenn ich ein paar davon habe, wird es nicht mehr so schwer. Hä? Alter, das Ding ist doch 10 Meter unter mir und der backt trotzdem drüber. Ist ja auch egal. So, Alex, wir haben jetzt von jeder Pflanze einmal ein Beet. Boah. Einmal Karotten, einmal Mais, einmal Zitronen, einmal Kartoffeln. Alter. Ey, der mit seinem Schwanz. Das Doofe ist nur, ich werde es erst in der nächsten Folge sehen. Ja, das kann sein, ja. Das tut mir jetzt aber leid. Wir müssen gucken, dass das dann vielleicht auf Pause ist, oder? Was meinen? Der Färber, dass er dann wieder weiterläuft. Ja, der hat so die Angewohnheit, sich dann irgendwann wieder anzumachen, ne? Wenn es ein Update gibt. Muss man halt immer wieder drauf gucken. Ich brauche wieder dringend Kaka. Der Nico. Ja, ist so. Mir geht der Dünger aus, ey. Mhm. Oh, ich hab doch gerade hier einen Kacken hören. Ja? Ich bin leider nicht da, ich kann dir nicht helfen. Keiner von euch drei? Wer war das dann, bitte? Jetzt kommt so ein T-Rex. Mann. Wir haben ein Dino-Ei. Alter, ich bin erst da. Meine Güte, ich bin nicht einmal um die Insel rum. Ah, hallo Megalodon. Danke, dass du einen Schwanentanz für mich machst. Schwanentanz? Ja, Schwänzchen in die Höhe und so. Ja, das machen die häufiger, gell? Mhm. Das Spiel ist ja auch bugfrei. Okay. Das Spiel ist bugfrei. Wurde mir immer schon so gesagt. Dodos. So, jetzt biege ich das erste Mal einmal um die Insel. Hm? Alex, hier bei mir ist direkt so eine komische Schildkröte mit so einem Stachelpanzer. Die sind stark, pass auf, ne?
Okay, dann lasse ich's. Deswegen frage ich dich zuerst, schon. Ja, also du könntest die besiegen. Die sind nicht schnell. Du müsstest halt die ganze Zeit ein Stück nach hinten abhauen, mit dem Pfeil schießen und so weiter. Du könntest die packen, aber. Gebacken Fleischfresser direkt neben unserer Base immer im Wasser. Oh nein. Not so good, I think. Yes, yes, I does. Ich weiß nicht, ob es tatsächlich schneller ist, wenn du einen Hai hast. Also, wo du mit einem Hai einmal durchs Wasser schwimmst. Hatte ich auch noch nicht so. Das können wir ja ausprobieren. Mhm. Mir ist heiß. Ja, mir auch. Ja. Jetzt fängt es an zu regnen. Jetzt ist mir gleich nicht mehr heiß. Stell dich mit dem Poppes ins Wasser und dann geht's. Schade, dass man kein größeres Floß machen kann und schnelleres. Aber dafür hast du dann halt irgendwann die Saurier, ne? Ja. Und so ein Megalodon oder so ein Manta. Bist du schnell unterwegs. Und wenn du irgendwas wie ein T-Rex hast oder so ein... Ja, T-Rex ist, glaube ich, das sicherste. Dann ist eh vorbei. Ja, dann... So geil, dass man hier einfach einen T-Rex reiten kann, während man ein Maschinengewehr in der Hand hält. Ich glaube, das geht nicht. Wieso? Kannst du damit schießen? Weiß ich gar nicht. Achso, ja, okay. Das weiß ich jetzt auch nicht. Aber ja, es geht. Also so, wenn du meinst vom Aussehen, ja. Also, wenn wir auf Sprinty drauf sitzen, kann ich mit der Armbrust schießen gleichzeitig. Dann kannst du auch vom T-Rex ausschießen. Geiler Scheiß, das ist halt. Mhm. Toll. Weißt du, was noch besser ist als ein T-Rex? Ja? Zwei T-Rex. Gibt's ja auch den Spino? Ich glaube ja. Den finde ich ja auch nice, Spinosaurus. Mhm. Ich glaube ja, du kannst ja mal gucken, ob es ein Sattelfin gibt. Dann wirst du wissen, ob er da ist. Weil der ist ja auch fast so groß wie der T-Rex. Ja, Spino gibt's irgendwas, ja. Tja. Aber hat diesen Kamm hinten drauf. Ja. Sind ja auch die, glaube ich, wie du meinst. Ja, ja, genau. Mhm. Die finde ich auch. Oh. Jetzt weiß ich, wer hier kackt. Wer? Der Triceratops hier. Ja, siehst du, hast du eine Düngermaschine nebendran. Ja, hier sind Schlangen. Igitt. Der Triceratops, der tut einem gar nichts, gell? Wenn man ja, solange du ihn nicht raust, ja. Wenn du ihn haust, ist er nicht so nett. Ja, das dachte ich mir fast. Hast du schon gedacht, ja, ja. Warum nur? Ja. Ich hab da so einen Kumpel. Ja, und was hat er gemacht? Hm? Der wollte so einem Ding in den Kopf schießen und hat gemerkt, das funktioniert irgendwie nicht so gut. Mhm. Kommt er jetzt an Land? Hat er es jetzt geschafft? Was bist du? Oder bist du ein Meereswesen? Oder beides? Nee. Oh, oh, gleich kommt der. Oh, oh. Was? Das ist ein großer Fleischfresser. Hm. Ist das gut? Wenn wir aus unserem Haus links rausgehen, da ist ja nur noch so ganz klein die Insel. Mhm. Ja, da chillt er gerade. Der könnte auch abhauen noch. Ja, ich auch. Oh, es ist dunkel.
Ja, Betäubungspfeile. Ich bin überlegen, ob ich halt auch Betäubungspfeile herstellen soll. Ich denke, das macht schon Sinn. Wo stelle ich den her? Betäubungspfeile? Ja, im Inventar. Im Inventar. Betäubungspfeile, Narkosemittel. Für Narkosemittel. Wo stelle ich Narkosemittel her? Im Mörser. Und wie? Ah, da. Das ist Stimulanzen, Narkosemittel, Narkobeere und verdorbenes Fleisch. Dafür brauchen wir das Fleisch nämlich. Okay. Jetzt für den Pfeil. Dein Pfeil und okay, dann bitte einmal Narkosepfeile herstellen. Oh, es ist so dunkel, ich sehe nix. Oh, hier sind Triceratops, okay. Aber es wird gleich hell. Kann ich hier sagen, was ich hier sehe? Wird doch hell, meine Güte, hell. Hell. Mit hell. Ja, wirklich. Ich trau mich nämlich hier gerade nicht raus. Aki. Ich bin am überlegen, ob ich diesen Triceratops betäuben soll, aber nicht mehr heute. Ah, da vorne läuft da der scheiß Fleischfresser da. Kopf. Ich guck gerade. Weil ich hätte auch den Sattel für ihn. Für einen Triceratops? Achso, okay. Okay, also ich bin jetzt sehr nah am Eisgebiet sogar. Okay. Und eigentlich wäre hier die Möglichkeit für eine ganz hübsche Basis. Okay. Ich bin so ein Idiot gewesen. Wir waren gar nicht in der Nähe von dem Eisen. Okay. Wir sind ziemlich weit entfernt gewesen. Wobei, hier gibt es auch Eisen, aber nicht so viel. Da hinten gibt es das richtige Eisen. Alex, wie rüste ich denn die Giftpfeile aus? Ich glaube einfach nur auf deine Waffe ziehen. Ah ja, okay. Ja, da hinten. Also hier oben gibt's auch was, aber ich glaube, das ist der andere Berg. Ich merk's gerade, weil der hat nämlich kein Eis gehabt und das hat mich schon gewundert. Triceratops mache ich beim nächsten Mal. Ich versuch das. Ne, doch, das ist doch der richtige gewesen. What the fuck? Das ist der Eis. Okay, gut, ich verwechsel die Berge gerade. Also, vorausgesetzt, er ist nächstes Mal noch da. Weil jetzt geht's in die Buhu. Ich will noch hier eine Kiste holen. Ich steh fast davor. Und hier auf der Insel scheine ich erstmal safe zu sein, glaube ich. Ups, ne? Nein, da hinten sind zwei T-Rexe. Gott. Nee, oder? Ja, ich bin nicht safe. Ich dachte nur so, ja, da bin ich safe. Ja, duft. Alter. Gut. Dann halt nett. Ich hole mir die Kiste und verpiss mich. Lass mir in Ruhe. Okay, ich habe irgendwelche... Uah, hat mich das erschrocken. Alter, war das laut.
Jetzt bin ich taub. Gut. Ja, Nico, ich würde sagen, ich glaube, die kommen hier auf die Seite nicht. Aber ich glaube, ich bin vielleicht, aber du vielleicht safe. Mhm. Sag mal, gibt's eigentlich Türen und Fenster? Ich glaube später in den Stufen, oder? Okay, alles klar. Gut. Gut. Punkt, 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 Punkt. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, ha? Jo. Und dann würde ich auch sagen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann. Tschüssi.